Moin meine geilen Schnittchen, herzlich willkommen zu einer neuen Quizshow hier auf Pete's Meet. Noch eine neue? Immer wieder schön. Es gibt sie da zu lang. Wir raten heute Ingame-Sounds. Ja, also die Jungs werden jetzt gleich ein schwarzes Bild sehen oder und dazu dann nur einen Ton hören. Schwarzes und die Bild kann ich auch hören, kein Problem. Welches Spiel das ist. Okay, das sind Sounds aus Spielen. Nicht Musik, sondern Sounds? Sounds aus Spielen. Und ich würde es fast sagen, ihr solltet mir, wenn das ein mehrteiliges Spiel ist, auch versuchen, zumindest den Teil zu erklären. Erklären? Was ist das? Wie schlecht ist das denn dann? Also stell dir mal vor, weißt du, bei Super Mario zum Beispiel, der Springsound ändert sich. Natürlich hört er sich anders an. Zu dem ersten Super Mario von 1989 zu jetzt von Mario Odyssey. Hört er sich ja anders an. Okay. Wenn du Mario sagst, wird das mir nicht reichen. Aber den von Odyssey zu oder Mario Kart dem oder vorigen, also dem Teil davor zu unterscheiden, das wäre schon uff. Das wird hart. Spannend. Ja. Da bin ich auch gespannt. Soll ja auch nicht einfach sein. Ihr Buzzard kriegt bei einer richtigen Antwort 2 Punkte, bei einer falschen kriegen die anderen 1 Punkt. Und wir fangen an mit dem ersten Sound. Es geht direkt los, ihr könnt direkt buzzern. Hört auf zu bohren, ich höre nix. Jetzt bohren die hier wie die Bekloppten. Ja, mach mal. Warte, dann warte ich kurz. Nee, jetzt gut. Ich glaube, das Loch ist drin. Was? Ich sag Breath of the Wild. Ah. Falsch. Schade. Ach, bohr doch nicht so, du. Ja, mach mal weiter. Nee. Sekiro. Nein. Ja, ich muss doch nur irgendwas sagen, weil der hat so einen komischen Sound gemacht, was nicht mehr zu Dark Souls gepasst hat. Das stimmt allerdings. Die Laufsounds kenne ich irgendwoher, aber das mit dem Schwert macht mich irgendwie kirre. Weil das war halt wie so ein Degen. Ach, Skyrim. Echt? LOL. Korrekt! Was, Skyrim? Nice. Oh, shit, Alter. Okay, krass. Schön. That's Skyrim. Auf irgendeiner Plattform. What the fuck? Ja, das war der Dash. Okay. Stark, Christian. Was? Das geil, wie Sven da noch versucht, irgendwelche Bullshit-Geräusche zu machen. Okay. Ich weiß nicht, ob das Sven alles immer selber gemacht hat. Ja, das weiß ich auch nicht. Um ehrlich zu sein. Das keine Ahnung. Aber, erste Punkte hier für jeden. Meisten Punkte für Chris. Und wir kommen erste direkt Frage, zum, 6 Punkte ist okay. Wir kommen direkt zum zweiten Ton. Oder Musik-File. Sound-File. Christian? Prison Architect. Puh, als ob. Finde ich auch krass. Was? Als ob, das hat nur Christian gespielt. Oh Mann, ey. Okay. Okay, komische Schraubenschlüsselzeug. Das ist stark. Das ist mega stark. Krass, ich dachte erst, das kannst ganze Räume jetzt bauen? Ich glaube, kopieren kannst du auch Vorlagen, oder? Ja, kopieren konntest du vorher schon, aber du kannst ja scheinbar Vorlagen erstellen. Ja, anscheinend auch. Das ist doch cool. Alter. Das war stark. Das sind wieder 2 Punkte für Christian. Ich bin baff. Ich bin auch baff. Das war krass. Krank. Ich habe im Leben nicht erkannt. Jetzt wird's wieder wild. Mal gucken. Ich bin sehr gespannt. Zelda. Das hat, stimmt, Zelda. Ich sag jetzt, das hat jeder gespielt. GTA 5. Nein. Yeah.
okay, okay. Das hat jeder gespielt, würde ich sagen. Sehr viel Grundrauschen drin. Aber aus den Sounds werde ich noch nicht schlau. Ich auch nicht, das klingt wie ein Kind. Mhm. Schon mal älter. Hä? Okay, das, da ist auf jeden Fall in der Stadt. Aber, ja, und da ist auch, das ist keine tote Stadt, das ist nicht Last of Us, wo, wo keine Autos mehr durch die Gegend fahren. Genau, das ist richtig belebt. Aber es ist trotzdem eher so eine kindliche Stimme, ja. Eine kindliche, weibliche Stimme, würde ich sagen? Ja. Es passen ja nicht mal die, also Uncharted, das würde auch nicht passen. Ich möchte noch mal hören, bitte. Ich lasse es noch einmal laufen. Hat alle gespielt? Bin ich mir ziemlich sicher. Also, ich will meine Hand dafür nicht ins Feuer legen. Ist irgendwas. Oh, warte mal. Peter. Ja, ja, das ist wahrscheinlich Bullshit. Aber ich sag mal Mirror's Edge. Oh, da muss ich auch kurz dran denken. Muss ich auch dran denken. Aber es fühlt mich nicht ein, wie es hieß. Na, scheiße. Woo! Das habe ich aber nie gespielt. Okay, dann kann ich riechen. Das heißt, meine Hand nicht ins Feuer legen. Ich hätte gedacht, dann hat ihr das schon mal gespielt. Ich hab das gespielt, ja. Das ist ein Hüpfspiel, oder was? Guck dir das doch an. Ja, aber das ist ein cooles Hüpfspiel damals gewesen. Krass, wie kindlich die Stimme klingt. Ja. Ich dachte am Anfang nicht an eine Frau, sondern an ein Kind. Heftig. Ja, ja, die ist bestimmt erst 19. Ist auch kein Kind. Ja. Okay, krass. Okay, super. War gut. Das hat nicht jeder gespielt. Ja, aber ist ausgeglichen. Das ist ja okay. Das kannst du ja nie vorher wissen. Ja, genau. Was jetzt kommt, meine ich. Glaub ich. Das wäre so geil, wenn das jetzt auch falsch wäre. Fuck. Christian? Devil May Cry. 5. 4. Ha. Kein Devil May Cry. Nein, es ist gar kein Devil May Cry. Diese komischen Sounds, wenn Leute zuschlagen, ey. What the fuck? Ja. What? Ist das Sekiro? Ist kein From Software Teil. Oh. Dann ist es, wenn das kein From Software Teil ist, ist das Nioh. Nein. Keine Ahnung, von Nioh ist, aber nein. Von dem Entwickler ist das Spiel auch. Ja, ich hab nur einen. Ghost of Tsushima. Nein. Okay. Krass, Alter. Ich würde das gerne einmal hören. Ich kann mir das gar nicht so schnell merken, was wir da gerade überhaupt gehört haben. Also. Das trifft wirklich auch ziemlich viele Spiele dann zu. Wie heißt das noch? Was sind das denn für Viecher? Das ist so ein. Das ist asozial. Oh Gott, das ist asozial. Ich sag Gothic 3. Hä? Nein. Elex? Oh, nein. Das könnte sein. Ach komm, Leute. Dishonored? Nein. Ich drück hier gar nicht. Ich mach das ganz gut, glaube ich, gerade. Leck mich doch. Okay, dann sag ich Gothic 2. Nein. Oh, das ist doch ein Piranha-Bytes-Spiel. Verarsch mich doch nicht. Echt? Meinst du? Risen. Ach, komm.
Alter. Das ist Risen. Ja, kein Problem, Alter, das sind dieses. Oh Mann, ey, das ist doch jetzt hier. Du verteilst jetzt die Runde. Ja, das stimmt natürlich. Hatte ich ja gar nicht. Ein paar Geräusche waren Piranha-Bytes-Style. Vor allen Dingen der Donner ist Piranha-Bytes gewesen. Ist aber ich halt wusste so natürlich nicht, welches Spiel. Ja, das war halt auch dann nicht so einfach, zugegebenermaßen. Aber ja. Das ist schon lange her. Aber das habe ich das tatsächlich durchgespielt. Ja. Risen 1 habe ich auch durchgespielt, tatsächlich. Das war eigentlich auch noch ganz cool. Ah, habe ich gar nicht gespielt. Risen 2 und 3 hat mir dann nicht so gefallen. Elex war wiederum cool wieder. Naja. Ja, den habe ich auch gespielt, aber dann sind die diese Piratenschiene komplett gefallen und das war so, geht so. Aber trotzdem habe ich durchgespielt. Okay. Kommen wir zu 5. Ah! Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich sag Sonic the Hedgehog. Das ist falsch. Nee, das ist falsch. Aber okay. Scheiße, jetzt bin ich mir selber nicht mehr sicher, aber den Sound kenne ich zu 100%. Oh nein! Ach Gott, das ist Isaac. Binding of Isaac. Hä? Oh lol. Echt? Oh, da, oh gut, dass ja, ich nicht selber gesagt habe. Das ist korrekt. Okay. Ich auch nicht gekannt. Schaden gekriegt, kannst direkt durchstarten dabei. Was wenn es auch nicht so gut in Isaac, glaube ich. Ja, genau. Er hat richtig viel, glaube ich, gespielt. Ja, meine ich nämlich auch. So, wir haben jetzt 5 Stück durch, die Hälfte ist durch. Es steht 14 Punkte Christian, 11 Punkte Sepp, 9 Punkte Peter. Es ist noch eigentlich alles drin. Würde auch sagen. Das ist schon nice. Kommen wir zur 6. Now go! Was? Was? Ist das in Memory of Fame? Now! Gibt's... Ich hab was im Kopf, aber ich weiß nicht, ob es dazu ein Spiel gibt. Was? Christian. Banjo-Kazooie. Ah, oh, das wäre krass. Ich kenne das Spiel ja nicht mal. Ich musste die ganze Zeit an den Roadrunner denken irgendwie. Keine Ahnung. Warum. Ja, gibt's ganz viele. Nee, der ist ein bisschen anders. Hä, hey, und dann geht so Porzellan kaputt? Und dann bounce was? Das kann halt okay, auch nicht Sonic ist, sein. Vielleicht ist es eine komplette Falle, aber dieses Klappern, sind das die Zähne aus Batman Arkham? Was? Und der Rest ist aus irgendeinem Fernseher oder so? Ach, schade. Nein. Wie genau brauchst du den Namen, Jay? Kann ich das im Spiel umschreiben? Ja, das reicht mir wahrscheinlich, ja. Okay, das ist dieses 2D-Hardcore-Jump-Run, wo du schießen kannst, was so aussieht wie ein 30er-Jahre-Cartoon, was Dennis und ich im Koop gespielt haben. Cuphead, wo du die Tassen steuerst. Das könnte wirklich sein. Stimmt, vom Sound. Now, go! Oh. Auch nicht gespielt, ja. Das ist korrekt, Peter. Nice. Gut erkannt. Da sieht das war alleine aus. Gespielt. Da hab ich gestoppt. Da sieht das noch aus. Das stimmt. Ah, krass. Habe ich mit Bram auch nicht durchgespielt. Das war teilweise echt richtig hart. Habt ihr nicht durchgespielt? Nee, krass. Weil wir haben das ja über diese Nvidia-Technologie gespielt und die war nicht perfekt. Sind die Sachen immer gleich? Also könntest du, wenn du das 100.000 Mal hintereinander spielst, irgendwann auch blind spielen? Oder ist das auch so ein bisschen... Ich glaube schon. Okay, ich glaube, es ist gar nichts random. Dann ist das mal eine Challenge. Würde ich sagen. Nummer... Alter, wie eng das jetzt ist. 14, 13, 13. Das war gut. Nummer 7. Oh, das kenne ich. Loop Hero. Aber easy.
Ja, aber nice. Letztes Jahr sehr viel gespielt. Also, ich hab noch nie gespielt. Die meisten vielleicht. Als ob du das nie gespielt Klar. hast. Klar. Wollte ich gerade sagen. Hätte ich das nicht erkannt, dann hätte ich das nicht erkannt. Mittlerweile ein Expedition. Doch, das Expeditionszimmer konnte man immer umstellen. Sollte man das runterstellen? Das hatte ich immer auf Max, glaube ich. Deshalb habe ich dann die umgestellt. Kannst ja Pause machen. Das waren Easy Points für Sepp. Oh. 3 Stück noch. Okay. Ich sag Super Mario Odyssey. Oh ja. Nein. Schade. GTA 5. Ja. Kann auch gut sein wieder. GTA 5? Ja. Nein. Vice City. Nein. Ist das wirklich ein GTA-Teil? Weiß okay. ich nicht, er hat extra gefragt. San Andreas. Oh. Geil, okay. Hat sich voll gelohnt. Boah, Alter. Das sind ganz andere Sounds, tut mir leid. Das stimmt schon ein bisschen. Also. Ja, ist ja okay, aber... Scheiße. Boah, Alter, die Auflösung, wie gestaucht der aussieht. Ist das nicht die 4K-Auflösung schon? Oder ich hoffe nicht. Die Remake-Version. Ja 3, aber die ist ja jetzt, also wenn das die Remake ist, ist die ja dann gestreckt. Sieht schon so aus. Ist das Remake gestreckt? Weil das gestreckte sieht schon echt strange aus. Ich hoffe nicht, dass das die neue Version ist. Ich glaube, das ist die neue. Das sah eigentlich ganz gut aus. Uff. Okay. Ja, geht so. 2 Spiele noch. Es spitzt sich zu. Nummer 9. Haben wir alle gespielt. Hm. Chris. Scheiße, jetzt ist mir der Titel entfallen. Das, umschreibe es. Das Harvest Moon Spiel. Es ist Stardew Valley. Stardew Valley? Nee. Ja, krass. Oder ist alles? Ach du Scheiße. Weiß nicht so viel. Dead Cells? Nee. Hab ich auch am Anfang direkt dran gedacht, aber irgendwie nee. Oder nicht? Nee. Ich finde das super schwierig. Ach, ist das eine Tür, die man wieder öffnet? Ja, der öffnet oder? Eine Tür und das klingt schon strange. Ich weiß nicht, was der da kaputt haut. Aber das ja, ist das seltsam. Ja. Ja. Macht er. Das ist auf jeden Fall, der eröffnet den nächsten Raum oder so. Ja. Kacke, was ist das? Ist das Hades? Nee, da passt die Musik okay. nicht zu. Ja, genau. Ja, okay. Boah, scheiße, ey, dann bin ich aber jetzt echt überfragt, was ich sagen. Ihr seid schon recht nah dran. Aber geht in die richtige Richtung. Ich lasse es noch einmal laufen. Welchem Roguelike machst du denn noch so viele Fässer kaputt? So Vasen. Ich habe echt viele schon gespielt. Ich glaube, ihr kommt nicht drauf. Nee, ich glaube auch nicht. Ich komme da nicht drauf. Dann lösen wir auf.
Ah, oh, ja. Das haben wir aber nicht lang gespielt, scheiße, ja. Ey. Nein. Das ist Death's Door. Death's Door, okay. Das Beste ist, ja. Also wir haben das nur einen Versuch gespielt. Ja, genau, einmal haben wir das gespielt. Was war wieder nicht bei? Ich hatte dann andere gespielt, wo man durch diese Portale muss, wo du auch diesen roten Kram hattest. Aber das war das nicht. Das war ein ganz cooles Game. Das Schlimme ist, man muss da durch Türen. Ich so, ja, muss man. Ja, okay. Ja, gut, das ist ein Spiel, da haben Sepp und ich eine Dreiviertelstunde rein. Ich wollte auch gerade sagen, ich sag ja, wir haben sehr viele Roguelikes gespielt. Ich hab das auch davon war es. Ich hab das auch nicht länger gespielt, also bislang. Das soll sehr gut sein. Ich fand's auch gut, aber. Gut. Letztes Game. Oh je. RimWorld. Der Schnippschnapp hat's verraten. Oh, what? Wo die mit den Klamotten arbeiten. Jo. Jetzt war ich. Guck mal, da bin ich oben. Jay. Nicht gewinnt, ja. Toll. Oh, das Blinken spätestens hätte ich verraten, ey. Sehr, sehr gutes Spiel. Die Tiersounds haben mich völlig durcheinander gebracht. Da wurde auch sehr gehortet. Ja, richtiger Punkt. Bringt zumindest dir den zweiten Platz ein. Also, okay. Sepp gewinnt. Ich muss auch sagen, ich hatte ein bisschen Hilfe von meinen Kumpanen. Den Ingame-Sound halten. Ja, okay. Das mag sein, aber du hast die meisten Punkte. Nehme ich. Take it. Danke. Das war schon Sebastian. Teilweise cool. Schwierig, aber ich glaube, das ist schon ziemlich cool so zum Mitraten. Auf jeden Fall. Spielshow. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Vielen Dank fürs Zusehen auf jeden Fall. Haut rein und Feedback gerne da lassen. Tschüss. Tschüss. Ciao.